Ja, ey, willkommen, mein Name ist Danilo und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge sind wir diesem Typen hier begegnet. Ich habe seinen Namen jetzt nicht im Kopf, ich hätte vielleicht mal nachgucken sollen, ich Idiot, aber egal. Ich will ja direkt immer weiter aufnehmen und so weiter. Ich glaube, er ist Gregor, aber ich bin mir nicht sicher, ich nenne ihn jetzt einfach so. Wir haben hier einen Soldaten angetroffen in der letzten Folge, der verletzt war und gestorben ist. Wir haben ihn natürlich freundlichst, wie wir sind, beerdigt. Gregor hat uns gedankt, ist wieder abgehauen und jetzt kämpfen wir gegen ihn, nehme ich mal an. Und zwar in der Wiedervereinigung im Wald. So, los geht's! Aufgelevelt haben wir in der letzten Folge auch, ne? Also, wir müssen jetzt unbesiegbar sein. Mindestens. Ich glaube, das ist eine gute Mission. In der südlichen Bank dieses Flusses sind unsere, ist das feindliche Camp. Die haben eine riesige Einheitenvielfalt oder so ähnlich. Die haben eine große Verteidigung, eine Barriere, die nur einen Panzer kaputt machen kann und so weiter und so fort. Und der Rest des Squads ist dort unten links stationiert. Bevor wir nicht die Position erreicht haben, können wir die Edelweiß nicht benutzen. Macht Sinn. Wir müssen sie so schnell wie möglich dorthin bringen, damit wir einen Gegenangriff starten können. Wir müssen diese Basis einnehmen. Der Gegner weiß, dass unser Panzer gerade nicht betriebsbereit ist. Deswegen müssen wir aufpassen mit unserem Squad. Bevor wir zu ihnen hingehen können, sollten wir uns hinter Sandsäcken verteidigen und im Camp sicher sein. Und wir werden auch keine Fehler austeilen können, solange wir nicht wieder in der Edelweiß sind. Ja. Die können die Edelweiß natürlich auch angreifen, was richtig blöd ist. Und wir können nur 6 Leute. Was? Mal, da geht doch schon hier was für Rosie und für Lago drauf. Okay, ich glaube nicht, dass da viele Panzer sind. Wow, mein Mikrofon. Deswegen, ich habe jetzt ganz neuen Waffen. Deswegen werde ich jetzt mal einige davon ausprobieren. Wen nehmen wir denn? Scouts brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ja, eigentlich brauchen wir gar keine Scouts. Wir müssen ja verteidigen und nicht volle Möhre rein crashen. Deswegen tun wir einige Verteidigungsleute hier hinstellen. Natürlich jemanden, der den Panzer repariert. Und ein Sniperin, einfach so. Okay. Was bleibt? Deploy. Alles klärchen, mit 8 Leuten, oder das wird nicht so schön. Aber naja, schaffen wir schon. Panzer darf nur nicht kaputt gehen, das ist das Wichtigste. Die Edelweiß, die bauen wir noch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Okay, wow, da habe ich schon wieder ein Geschütz gesehen. Alicia, Ashi wa mou daijoubu kai? Atashi nara mou daijoubu. Sakki mukou de kokuen ga agatte iru no ga mieta. Dai 7 shoutai ga iru no kamoshirenai. Kokuen tte koto wa kousen chuu kamoshirenai ne. Ah, kono atari ni mo teki ga iru kamoshirenai kedo. Narubeku issoide shoutai ni gouryuu shiyou. Yes. As soon as possible. Oh nein, Morsa. Schon wieder, die müssen wir kaputt machen. Okay, gehen wir mit Alicia vor, weil Welkin kann nicht so viel reißen als Scout. So, eigentlich mal wieder eine Schlacht. Da ist die Edelweiß und die Brücke ist kaputt. Ach, wir sind ja wieder hier, stimmt. Das ist ja genau die gleiche Karte, ich Idiot. Ach, ein Sniper. Südrix, der Links. 99, was? Ja, nur neun. Warum sind die so schwach?
Wahrscheinlich waren wir nur Welken und Alicia haben, ne? Boah, hört euch mal das, hört euch mal das Geschoss an. Oh, guck ich mal teilnahm, was wir hier ausgerüstet haben. Oh Gott, was? Das schaffen wir nicht alleine. Das sag ich jetzt schon. Welken, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich dich. Einfach durch, einfach durch, einfach durch. Oh! Was war das denn? Voll gegen die Wand geklatscht. Kann ich auch darüber werfen? Treffe ich die so? Ah. Trefft ihr so nicht, oder? Wow, das darf nicht wahr sein. Oh Gott. Oh Gott, das ist nicht gut. Wir frecken sowas von gleich. So, solange nicht irgendjemand hier direkt um die Ecke kommt, sind wir in Sicherheit. Oder auch nicht. Oh mein Gott, guck dich das mal an. Ich brauche ein bisschen Rückendeckung. Marina! Marina? haben wir irgendwo hier einen Turm? Nee. Nein, sind sie los. Soll nicht wahr sein. Ich kann hier runter. Genau. Ich gehe auf die andere Seite. Ja, oh, das dauert noch richtig lange. Oh nein, eine Pollenallergie. Das darf nicht wahr sein. Jetzt kriegen wir gar keinen. Das war eine sehr produktive Runde. Ich danke dir, Marina. Gern geschehen. So. Er läuft irgendwie alles schief, was nur schief laufen kann. So, da ist ein Panzer. Der muss weg. Ah! Was sind die Gegner? Was zum? Wieso 37 Schüsse? Hä? Warum sie. Hä? Warum 37 Schüsse? Das darf doch nicht wahr sein, ey. Glaube ich spinne, warum brauche ich 37 Schüsse, um den Panzer kaputt zu machen? Was ist denn hier los auf einmal? Ich muss die Lage hier entschärfen, leider. Einmal heilen. Jump. Okay. Dann fängt alles schief, was nur schief laufen kann, ne? Da ist noch eine Mine, super. Hey. Da ist ein Sniper. Ah. Welken. Oh mein Gott, ne. Okay, warte. Ach, du kannst mich doch mal. Der geht jetzt immer da hoch, ne? Jo. Ob das jetzt so gut ist. Der kann uns immer noch erwischen. Wir sind tot, wenn er uns trifft. Der trifft uns ganz sicher. Kevin, geh mal vor. Ich muss jemanden dahin schicken. Jemand muss den töten. Hm.
irgendwie graziös, ja, immer die Knarre hält. So, dich muss ich jetzt auch noch töten, weil du wirst alles ruinieren. Du wirst die ganze Operation hier gefährden. Immer auf die Knöchel ziehen. Ich weiß doch, du hättest dich wieder hingelegt, ne? Aber ich sehe das nicht so. Kevin sieht das nicht so. Kevin tötet alles, weil er ist eine brutale Killermaschine. So, was macht der Gegner jetzt? Oh mein Gott, habt ihr viele. Ein bisschen blöde, dass Lago irgendwie nichts abzieht gegen die Panzer. Oder hat er irgendwie schon davor einen Attack-Down-Schaden bekommen? Ey. Okay, aber ihr braucht auch ganz schön viele Schüsse. Mein Gott, warum haben die so viele Lancer? Was soll das? Nein. Autsch. Geht weg, Mann. Ja, genau. Schieße ich euch eine Rakete in den Kopf. Jawohl, das bringt's nicht. Ist so weg. Viel zu nah. Oh, ne. Jemand gestorben? Nein? Okay. Wir machen uns fertig. Wir müssen mehr trainieren, müssen wieder. Au. Ah, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ich brauche unbedingt Alicia und Waken. Da hinten kann sich irgendjemand anders kümmern, glaube ich. Eigentlich muss ja nur Waken zurück zur Edelweiß. Alicia kann ja da aufräumen. Boah, ich hätte mich hier mehr um die Leute kümmern sollen. Wen habe ich jetzt überhaupt mitgenommen? Herbert oder wie ist die andere Nummer? Nicht Elias, oder? Hm. Warum sind da so viele Lancer? Was soll das? Mach. Hör auf. Und noch ein Lancer. Nee. Schockfuber. Geht noch. Nein, geht nicht. Ist überhaupt nicht gut. Oh, das habe ich total vergessen. Ihr könnt mich doch mal. Ach, als ich mit Waken getroffen wurde in der letzten Mission, hat mich das getötet. Wow, wo zielst du denn hin, Mann? Okay, Waken. Kannst vielleicht noch die beschädigen, wenn du mal nah genug dran wärst. Wehe, da trifft mich. Okay, sieht aus wie ein Panzer darunter. Da ist ein Panzer darunter. Ach, hier hätten wir uns verstecken können, egal. Das sind, glaube ich. Au! Was ist denn los? Du musst doch nicht in jede Land wieder hier reinschlatschen, ey. Boah. Ach da, okay. Mein Gott. So, vorsichtig. Wie das immer aufzieht, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, hier hoch kann man klettern. Und dann kommen wir hier hin. Wer hier liegt auch eine Biene? Mit wir meine ich mich. Alicia ist nur irgendwo da hinten. Ja, ich bin in zwei Minen reingetreten. Mir tut alles weh. Edelweiss
Jetzt geht's ab! Epic Music incoming! Diese Musik signalisiert, dass ihr jetzt alle tot seid. Und mein Gott. Zack! Hat's voll nicht gebracht, aber egal. So. Ja, die da hinten, die können jetzt erstmal lockerer dran gehen. Okay, erster Panzer oder erst? Oh Gott. Okay, ein Order brauche ich. Ein Healing Request auf Lago. O-R-D-E-R. Healing Request. Heil dich, Mann. Wow. Hat's nicht gebracht. Egal. Wir können uns, glaube ich, hier so rumschleichen, wenn ich mich irre. Machen wir das mal. Gucken wir mal, ob das klappt. Nein. Nein. Der Weg war irgendwie kürzer. In meiner Erinnerung. Mann, die Panzer, die machen uns hier voll zu schaffen. Marina, mach was. Irgendwas, bitte. Wenn du den da nicht triffst, ne? Den da. Oh, nur einen. Oder den da, lieber. Das gibt's doch nicht. Wir brauchen doch nur... Oh. Manchmal fühle ich mich ein bisschen verarscht. Irgendwie läuft nichts hier nach Plan. Marina. Ich hatte dich viel besser in Erinnerung. Das war jetzt auch ein paar Jahre her, seit ich das Spiel letztes Mal gespielt habe, aber ich hatte dich viel, viel besser in Erinnerung gehabt. Oh Gott. Das läuft nicht gut. Oh. Wow. Wow, was willst du denn? Los, komm, töte ihn, töte ihn. Jawohl. Das war, glaube ich, der, den Marina nicht töten konnte, ne? Gut gemacht, Wacken. Ja, geh weg, geh weg. Autsch. Ja, mich spinste. Wow, wie er sich ganz hinten platziert immer. Ich muss einfach nur da rumgehen, dann schaffe ich das schon irgendwie den kaputt zu hauen. Boah, wie viele Lanzen im Hintergrund sind, ey. Ich krieg die Krise. Geh weg! Wie viel Schaden hat noch? Zum Glück habe ich noch Maschinengewehr aufgeballert. Boah, guckt euch das an. Ja, du auch noch. Danke. Oh, jetzt sehe ich da. Oh, da ist voll die Barriere hinter. Jawohl. Gut gemacht. Einfach mal näher. Schieße ich euch schon irgendwann ab. Bam. Okay, den Panzer muss ich jetzt auch heilen. Und ich tödlich auch. Komm schon, das ist ein Kommandant oder Lieutenant oder was weiß ich. Ein Captain. Ein Typ mit Stern. Waren da alle aus dem Gefahrenbereich? Ja, okay. Okay, immer noch. Das läuft nicht gut. Ich brauche Verstärkung und zwar irgendein Leis. Claudia, genau, du warst das. Du holst jetzt mal Lago auf die Füße wieder. Weil er ist ausgerutscht und kann ich mal aufstehen. Oh Gott. Was sollt ihr denn?
Boing, boing. Was? Wie viel hat sich das denn hier geheilt? Aua! Nicht so feste! Na warte. Oh, was mit durch, du dickes Ding! E3. Was ist das denn? Ja, sterbt. Boah, das war gut. Tod und Zerstörung. So wie es sein muss. So, ich würde jetzt gerne wieder zurück. Hat nicht so geklappt, wie ich mir gedacht habe. Irgendwie schon. Ah, der Panzer, der geht mir jetzt auf den Nerven. Und die hier auch. Rosie, mach du mal was. Ja, wenn ich Glück habe, treffe ich einige von euch. Soll ich einfach in die Massen mal reinballern? Ja, ne. Was war das denn? So, ist gut, du triffst mich nicht. Kevin ist auch noch da, verdammt. Mit dem Vergessenheit geraten, ne? Mann. Ding. Boah. So. Ganz ruhig sterben, wenn du willst. Ne, geht immer noch nicht. Hey Kevin. Komm schon, macht ihr mal was, damit ich euch abknallen kann. Bitte dreht euch mal um. Ich bin ganz heiß drauf, euch zu töten. Hey, was machst du denn da? Jawohl. Wow, ho, 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 ho. So geht das aber nicht. Boah, voll Kalibergerät, ey. Au! Mann! Auf damit! Aber der Panzer, der steht direkt da im Mörser, im Morsergefeuer. Die haben auch die Ruhe weg, so wie die mal zu uns hin kommen, ne? Au. Bam. Bam. Mann, geh weg. Aua. Bleib doch mal hier, ey. Ich könnte den locker von hinten abknallen. Was? Mehr nicht. Bium. Hat er was gemacht? Okay. Ich würde sagen... Oh ja, genau. Ich würde sagen, den... 6 Dinger nur. Kampf, den tun wir in der nächsten Folge fortsetzen. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.